Next level. Kannst du deine Lippen spitzen wie ein Arschloch? Also das ist die letzte Ebene bestimmt. Das ist bestimmt wie Undermine. Bam. Wusch. Naja, sind ja auch voll die dicken Monster, ne? Ey, mein Ding ist schon wieder tot, oder was? Ging aber schnell. Das ist auch Müll. Müll. Wo ist eigentlich Salva? Der sagt auch immer Müll. Oh, neues Event. Ruhig. Arctus Dilemma. Ein vollgerüsteter Ritter schreitet aufgeregt in den Raum. Nach einer kurzen Unterhaltung erfährst du, dass der junge Arthur hier auf einer Mission zum Reich ohne Rückkehr ist, um die schönste Elfenprinzessin zu retten. Es fehlt ihm aber am nötigen Geld. Oh, ich soll ihm Geld geben? Er spinnt ja wohl. Ich sehe das da unten schon. Benötigt Gold. Um eine ordentliche Waffe zu kaufen, dann soll er das Excalibur aus dem Stein ziehen. Penner. Arthur verspricht dir ein extra Elixier, wenn seine Mission mit deiner Hilfe erfolgreich wird. Ein Elixier, also nur ein Item oder was? Braucht jemand, der meinen Rücken kraubelt? Wie willst du ihn finanziell unterstützen? Ich gebe ihm nur 200. Arthur verbeugt sich vor dir in tiefer Dankbarkeit. Er nimmt seine Waffe mit Entschlossenheit und geht direkt in das Reich ohne Rückkehr. Wird er die Prinzessin retten können? Mit der mächtigen Waffe, die du so großzügig geschenkt hast. Guck mal, ich bin großzügig. Großzügig. Kennst du das Wort, Trautmann? Ist dieses Wort in deinem Wortschatz überhaupt inbegriffen? Hast du es jemals über deine Lippen kommen lassen? Großzügig. Weißt du, was das ist? Großzügig. Betritt Arthur den gefährlichen Forst, ohne zurückzublicken. Du wartest geduldig auf ihn am Eingang, aber vergeblich. Du hörst die Laute von klirrendem Metall, brüllende Bestien und am Ende einen schrillenden Schrei, bevor nur noch beängstigte Stille zu vernehmen ist. Es scheint, als würde Arthur nicht mehr zurückkehren. Also kriege ich kein Elixier. Das war's mit meinem Elixier. Oh, was haben wir hier? Eine verfluchte Kiste mit einem Selbst. Wirst du sie bluten? Wirst du bluten, bis du einen Gegner getötet hast? Ah, easy. Nehmen wir mit. Erhalte einen Angriff-Buff abhängig von der aktuellen Schildabsorption. Erhöht Angriff um 5 für jeweils 10 Absorptionen. Limit bei. Verstehe ich, ne? Aber egal. Ich muss jetzt schnell einen Gegner töten. Ah, hier ist aber kein Gegner. Oh nein, werde ich jetzt verbluten? Hier ist ein Gegner. Ja, sind immer noch nicht tot. Jetzt ist tot. Alter, das Blut hat mich fast gekillt. Das hätte mich fast gekillt, Digga. Digga, hab ich Digga gesagt? Erzeugt ein Schild. Alter, ich habe hier schon wieder so viele Items, die ich aber irgendwie nie benutze. Okay, ich habe keinen Schlüssel. Schade. Blum, blum, blum. Fleisch? Sieht aus wie anderer mein Fleisch. Das heilt bestimmt. Also, so wie die
Also wie der Ton. Hier ist auch ein Schmidtschlüssel. So wie sich das so anhört von der Musiklage her, wie das so aussieht, sieht das schon aus wie die letzte Ebene, oder? Dann hat man es ja quasi durchgespielt, ne? Aber es ist ja wie Undermine. Du gehst ja immer und immer wieder da rein. Ist halt Roach-like, ne? Du musst immer und immer mehr freischalten. So, erstmal heilen hier. Gehen wir erstmal hier lang. Oh, hier ist auch noch ein Weg. Aber da oben ist der Boss. Na gut, dann gehen wir erstmal da hin. Mau, 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 mau. Mau, 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 mau. Oh. Mhm. Ah, noch ein Event. Dunkles Ritual. Du läufst gefühlt stundenlang in einer stockenden Dunkelheit. Plötzlich erscheint ein sonderbarer Altar vor dir, der etwas mit Kerzen leuchten wird. Als du auf die unlesbaren Runen blickst, die in dem Altar graviert sind, hörst du flüsternde Echos. Opfere dein Leben den Abgrund und dein Wunsch wird gewährt. Hast du einen Wunsch, der dir vor dem Abgrund gewährt werden soll? Erhalte 1000 Gold. Hier, Fähigkeit. Max TP geht runter, aber egal. 16%. Nimm ich mit. Du legst deine Hand auf den Altar und spürst einen Strom an Energie durch deine Hand fließen mit unglaublichen Schmerzen. Der Schmerz lässt jedoch ohne Spuren nach. Du hast die Kraft erlangt, nach der du so dürstest. Wir werden uns bald sehen, hoffe ich. Jetzt habe ich zwar nur noch 240 Leben, aber egal. Egal. Scheißegal. Scheißegal. Herausforderung. Nutze weniger, also Waffen, weniger als 10 Mal. Je niedriger, desto besser. Ja, ich brenne die ja eh alle weg. Ne, nicht Feuerschild. Bam. Herausforderung beendet, alle 3 Kronen gekriegt, nicht einmal die Waffe gezückt. Maximal Belohnung. Nach Lavaschaden bewirkt wird, wird Lava-Widerstand des Ziels reduziert. Nachdem Lavaschaden bewirkt wird, ja, wir machen ja Lavaschaden, wird Lava-Widerstand des... Oh. Lavaschaden machen wir ja sowieso. Komme ich an dieser blöden Kiste nicht vorbei. Was sind das für Schwerter? Will man das wissen? Huh, was ist das? Oh, man kann die abschießen. Beschwört 3 zufällig platzierte Erdbeben. Okay, was nehme ich dafür weg? Muss das eigentlich auch mal alles benutzen, ne? Da ist ein Loch. Na, wo gehe ich hin? Nach oben. Usch. Albtraum. Oh, wir müssen da weg. Obwohl der ist ja erst in Runde 2 und der erst in Runde 3, ne? Also bis jetzt mache ich ihn wirklich nur mit Fähigkeiten, ne?
Easy. Wo kommt denn das Pferd her? Hab ich ja gar nicht gesehen. Und hier ist es ja auch noch so ein blöder Ritter. So, jetzt aber. Habe ich nicht gesehen. Ja, macht zwar Angriff mehr, aber 2% weniger Dings. Aber dann hätte ich das mit dem scheiß Nachladen nicht mehr, ne? Wenn du dich bewegst, erhöhe P um 5. Ja, scheiß auf 2%, oder? Ich nehme jetzt die. So, kann er? 220 Schaden. Beschwört eine horizontale Eiswand. Bei Benutzung eines Items, aller erlittener Schaden wird um 3 reduziert. Erhalt bei einem Buff bestehen 20 einen zweiten Buff. Ich nehme das. So, da geht's eh zum Boss. Deswegen gehe ich erstmal hier hin. Seid ihr noch wach? Komm mal, wom, 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 wom. Easy. Zwar nichts gemacht. Jetzt sehe ich aber keine Risse mehr oben, ne? Ob das Risse sind oder nicht. Ich hab kein Mana mehr. Kein Mana mehr. I need a Mana. Huh. Hey, lass mich heraus! Guck mal, der ist neu. Ihr Schurken, wenn ich jemals hier rauskomme. Achso, ich werde ja, mein Mana wird ja sowieso jeden Raum voll. Wenn ich jemals rauskomme, werdet ihr meinen gnadenlosen Hammer spüren. Einfach schnell töten, dann ist das auch egal, was unter mir steht. So, und den haben wir jetzt aktiviert für die Zuflucht quasi. Vielen Dank, Junge! Was hat. Ich bin Mädchen. Was heißt denn hier, Junge? Was hast du gesagt? Heichtum direkt hier? Ist das nicht eine gute Nachricht? Es scheint, dass der Hammer des Schmieds zu arbeiten beginnt. Du weißt, wie du mich brauchst. Wir haben den Schmied freigeschaltet. Ich sehe nächstes hier mit deiner Sprechblase weg. Okay, nächster Boss. Es ist vorne jemand. Oh, sie redet. Weg mit dir. Es ist Flatt. Ignorantes Kind. Es ist hier kein Platz für deine Tänzlein. Meine Erinnerung kommt hoch. Die Krone auf deinen Kopf. Ich erinnere mich an sie. Bist du hier, um meine Tyrannei zu beenden? Hör auf, eine Show abzuziehen, Flat. Die Dinge, die du getan hast, ist meine Verantwortung, deine Fehler zu korrigieren und Ordnung in der Welt wiederherzustellen. Was für eine lange und mühsame Reise, um dieses Reich der Albträume zu erreichen. Meine Macht ist endlos in diesem Reich und kann von niemand anderem erreicht werden, also geschweige denn von Schwächlingen wie ihr seid. Du musst wissen, wenn du mit deinen bösen Taten nicht erfolgreich sein wirst. Ich werde deinen bösen Plan durchkreuzen, koste es alle Wolle. Wie ich sehen kann, ist deine Dreistigkeit deine einzige erinnerungswerte Eigenschaft, mein Kind. Sicher wirst du mit meinen unermesslichen Kräften nicht fertig. Beweise dich mir, beweise, dass du es wert bist, mein Gegner zu sein. Eine Prüfung ist angebracht. Wähle für dich, junges Kind, und wähle weise. Ich weiß, dass ich sowohl in Weisheit als auch in Stärke ein Könner bin. Prüfung der Stärke, Prüfung der Weisheit. Zwei Prüfungen. Also das ist wahrscheinlich so Angriff und das ist halt Fähigkeiten, ne? Ich mach mal der Weisheit. Ich spüre Mitleid für dich, törichtes Kind. Du hast keine Ahnung von meinen Kräften. Für die, deren Leben geraubt worden. Für die,
die für immer verloren worden. Der Sieg wird mein sein. Ja, sei doch, den muss man zweimal besiegen, ne? So, letzter Endgegner, seid ihr alle wach? Es geht hier richtig actionmäßig los. Uhuhu. Er spielt Schach. Er spielt einfach Schach. Ah, er will mich runterschubsen, habe ich das Gefühl. Nee, das nicht. Ah! Oh nein! Geh weg! Oh nein! Er hat mich runtergeschubst! Ey, kannst du mal aufhören damit? Okay, ein Trank. Alle. Beide. So kann er mich ja eh nicht angreifen. Man muss halt auch gucken, wie man Schach spielt, ne? Guck mal, er hat nur noch die eine Figur da unten. Der jetzt zu einem Pferd wird. So. Was jetzt denn? Was macht er jetzt? Was macht er? Was ist das? Kommen die jetzt wieder hoch? Ne, die gehen unten lang. Form, Form, Form. Okay, ich nehme mal jetzt so ein Schild. Einmal hier sein blödes Ding hier wegmachen. Einmal hier rüber. Ah, der Turm ist einfach weg. Greife mal an. So, jetzt ist er benebelt. Können wir angreifen? 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 Jetzt müssen wir darüber. Ich mach gar keinen Schaden auf ihn. Warum mach ich keinen Schaden? Nur hier mit, ne? Oder wie viel Schaden macht das denn? 131. MP beide auf 0. Okay, weißt du was? Dann mach ich so. Und dann brennen alle. Okay, ich darf ihn einfach nicht normal angreifen, habe ich das Gefühl. Darf ich nur mit Magie angreifen? Oder? Doch, jetzt! Jetzt kriegt er Schaden. Er kriegt Schaden, okay. Jetzt wieder nicht.
Der Turm bewegt sich ja auch kein Stück, ne? Schnauze. So, ich nehme noch mal so ein Schild. Und so nehme ich natürlich auch noch hier. Bam, bam, einmal hier rüber. Oh Mann, ich sterbe gleich. Noch mal ein Schild. Okay, jetzt habe ich wieder Mana gekriegt. Einmal alle brennen. In Blocken. Oh Gott. Schneller weg. Ah, oh, die blocken ihn schon wieder. Er ist doch schon fast tot. Gönn. Okay, bringt das, wenn ich hier so einen Giftteppich mache? Ich habe ihn besiegt! Ich habe ihn besiegt! Spiel durch! Spiel durch! Aufwischen. Freigeschaltet mit Entwürfe. Blablabam. Das habe ich alles geschafft. 8 Ebenen. 15 Relikte. Ganz viel Schaden gemacht. Besiegte Elite. Geöffnete Kirchen. Verbrauchte Runden. 750 Runden habe ich gespielt. Erhaltenes Gold. Besiegte Gegner. Versteckte Bereiche. Besiegte Barsche. Prüfungsräume. Das schreit doch nach einem Highscore. Und jetzt habe ich auch noch den Dingsen geschafft. Freizuschalten. Neuer Inhalt freigeschaltet. Wir haben einen neuen Händler. Kern des Traumes. Der Begleiterkristall. Stärkere Bosse. Neue Merkmale. Schaukrone, ein Setzling. Es ist nicht nötig, ein Theater bei allen zu machen, was du siehst. Unsere Aktionen haben die Albträume anscheinend so weit abgeschreckt, dass die Lebenskraft langsam in diesen Raum zurückkehrt. Die drei, auf die du zeigst, sind die Quelle des Lebens im Reich der Albträume. Deine Bindung mit den Begleitern kann hier mit seiner Kraft verstärkt werden. Bedeutet das, dass unsere Verbindung hier auch verstärkt werden? Meinst du damit, dass du mich nur als Begleiter betrachtest? Natürlich nicht. Wir sind wie Partner. Partner? Das stimmt. Partner, die gemeinsam Schwierigkeiten bewältigen. Wir helfen und ermutigen uns gegenseitig. Wir sind ein Team. Spare dir deine leeren Phrasen und jemand anderes. Ich habe nie einen Partner gebraucht und werde es auch nie. Und hier, es ist schon Zeit. Krone, ist die Welt jetzt vor der Zerstörung sicher? Ich fürchte nicht. Eine Miasma an Bosheit ist immer noch in den Tiefen des Reiches. Hatte Flat irgendwelche Handlanger? Es ist wahrscheinlich wegen der Taten von Flat, dass sie im Albtraumreich erscheinen sind. Ich kann aber spüren, dass sie viel stärker sind. Ich war wohl zu konzentriert darauf, Flat zu besiegen, um sie zu bemerken. Nun, zeige auf die Richtung, wo sie sind und lass uns gehen. Ohne Geduld wie immer. Ich werde in meinem Geist durch die Albträume sieben, um einen Anhaltspunkt zu finden. Auf der Spitze des Turms der Sünder. Der Schatten grinst auf Besen vorbereitend. Im Kern der Stadt des Dampfes lärmen Maschinen während der Elektrizität Mutationen. Was redet er jetzt? Auf den Grund der Ozeantiefen erschüttert die Wut eines Leviathan. Erzählt, guck, wovon sprichst du? Sie sind die drei Ursprünge der Albträume, von denen Flat seine Kräfte erlangt hat. Wenn das der Fall ist, macht es keinen Sinn, hier noch zu bleiben. Lass sie uns jetzt suchen. Ach, jetzt muss ich die drei töten. Rücksichtslos und kopflos wie immer. Ich hoffe wirklich, dass du uns nicht eines Tages in Grab bringst.
Es gibt keinen Grund, schroff zu sein. Ich möchte nur jeden von den ewigen Albträumen schnellmöglichst befreien. Wenn du das wirklich willst, solltest du zuhören. Was war das? Warum willst du plötzlich aufhören? Kannst du mit den Schmollen aufhören? Ich werde vorsichtig sein und auf dich hören. Weißt du, ich weiß wirklich es zu schätzen, jemanden getroffen zu haben, so nett und hilfreich wie dich, Krone. Oink. Nun lass uns gehen, natürlich mit entsprechender Wachsamkeit. Sehr gut. Schmied verfügbar. Schmied. Schmied, und was ist mit Schmied? So, das ist ja egal, wir wollen ja nur seine Dings haben. Ja, ist ja gut. Warum kann ich nicht sein Dings nehmen? Hä? So. Also. Wahl der wählbaren Waffen im Eingangsraum um eine erhöht. Da hat man 5 Waffen. Wenn ich das nochmal mache, hat man sogar Zahl der wählbaren um 2 erhöht. Hat man 4 Waffen. Chance auf Qualität hochwertige Waffen im Eingangsraum. Ja, das ist natürlich noch besser. Während ihren Abenteuer hat L höhere Chance auf Erhalt hochwertiger Waffen. Ich mache das sogar nochmal, hat man nochmal die Chance am Anfang direkt die richtig fetten Sachen zu kriegen. Und Begleiterkristall. Hier können wir. Aber nur die? Immun gegen Verbrennungsschaden. Also wenn, dann würde ich ja ihn hier eher verbessern. Weil den würde ich ja eh öfters nehmen, den Abaddon. Aber warum denn nur die? Wo sind die anderen? Ach hier. Ring der Einheit. Ring der 2. Ring der 3. Ring der 4. Ring der 5. Was heißt das, Ring der 5? Also sind hier die Besten? Und das sind so die Schlechtesten? Also der war ja schon mega gut, ne? Aber hä? Also, wenn ich den jetzt verbessere, dann kriege ich eine Waffe oder was? Seine Waffe? Ich dachte, ich kann ihn dann verbessern. Erhalte einen Block. Eine Waffe? Immun gegen Verbrennung, 50% Chance bei Verbrennung. Chance Verbrennung auf Ziele. Hier ist wieder eine Waffe, aber die muss man ja machen, sonst kommt man nicht an die Sachen ran, ne? Ne, die sind einfach nur teurer. Wieder eine Waffe? Ich will auch keine Waffen freischalten. Für jede Runde unter Elementstatus. Ich dachte, man kann die Leute an sich freischalten. Die kosten eh alle nur 5, dann mache ich die einfach mal, oder? Jedes Mal, wenn du angegriffen wirst, besteht eine 20%ige Chance, einen Klon von dir zu erzeugen. Der Gegner unlockt, verschwindet nach 1 Angriff oder 7 Runden. So. 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 Hier haben wir alle. Als nächstes mache ich dann die, dann die, dann die, dann die. Aber die kann ich ja sogar schon machen. Okay. Dann haben wir alle 5 Sachen jetzt freigeschaltet, ne? Ja, und als nächstes dann, nächste Runde, also nächster Stream, wie auch immer, geht's dann hier zu den 3, ne? Tag 2 haben wir 2 Dinger. Also haben wir alle 3, die wir machen müssen. Die Hexen, dieser Puppending und das Unterwasserding. Und das ist bestimmt nicht nur eine Ebene, das ist bestimmt wie vorher auch 4 Ebenen. Und wie viele Tage hat das Spiel? Vielleicht hat das ja 7 Tage oder so. Also danach, also erstmal die muss man töten und dann geht's noch weiter und noch weiter. Also das sind doch keine 8 Stunden. Angeblich. Guck mal eben. Wie war das? Ich guck mal eben nach. Quantwick. Was wird hier gesagt? Ne, 19 Stunden.
19 Stunden dauert das zum Durchspielen. 42 Stunden, wenn man es 100% haben will. Aber so im Durchschnitt 19 Stunden. Ja, und bei wie vielen Stunden sind wir? Wir sind bei 4. Da haben wir noch ein bisschen vor uns. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war Crown Trick for Heidi. Warum ist hier so ein blaues Ding und hier so ein blaues Ding? Das verstehe ich nicht. Okay. Kann ich abspeichern? Muss man abspeichern? Speichert dann von alleine. Wir sehen uns. Bis nächstes Mal. Adieu.